Ist die Beschreibung falsch? Nee, vertikal ist offen. Das ist alles eigentlich richtig, aber irgendwas ist immer noch falsch. Oder brauche ich irgendwie Strom? Nee, ne? Oder muss ich halt einfach mehrfach benutzen? Echt irgendwie wo was falsch oder muss ich einen anderen Weg gehen, weil hier irgendwas nicht funktioniert, so wie ich es gerne hätte? Weil das hier ist doch so ein Verbindungsstück, was dann quasi nach da hinten geht, richtig? Dann müsste das dann eigentlich dann hier weiterfließen alles. Warte mal, da unten ist das Rohr, was da an dem Fass angebracht ist. Dann geht das alles nach da oben, dann da hinten hin. Da kann es nicht weiterfließen, dann geht's runter, geht hier hin, kann nicht weiterfließen, geht dann da lang, kann da durchfließen. Bis dann hier hinkommt, da würde es dann rausfließen, ist aber nicht. Da kann es nicht weiterfließen, geht dann da hin, da geht's dann runter, geht hier hin, kann aber nicht weiterfließen, würde hier rausfließen, geht aber nicht, weil Kappe drauf. Hier wird dann alles dann hingehen. Hier kann es durchfließen. Da kann es nicht rausfließen, wo der kaputte Rohr ist. Da geht es dann hin, Kappe drauf, raus. Fehlt was? Nee, das hier sieht nicht aus, als wenn das irgendwas wäre, was mit Elektro... was mit Strom irgendwie was ist. Von dem Wert zum Geier hat sich eigentlich diese ganzen Röhren hier ausgetauscht. Was ist das für ein System? Hey, ich habe 20.000 Röhren. Ich verbinde die einfach gerade mal, wie ich gerade lustig bin, statt halt einfach eine direkte Verbindung zu haben. Was für ein Vollidiot. Ich gehe mal nach unten. Vielleicht finde ich noch irgendwas, was mir hilft. Bei meinem kleinen Problem hier mit dem Röhren. Eventuell brauche ich doch noch weitere Kappen, aber ich glaube nicht. Weil ich werde wahrscheinlich jetzt ganz unten irgendwas finden, wo ich den Benzinkanister benötige. Yeah, ein Generator. Hab ich mir doch gedacht. Da haben wir einen Generator. Toll, okay. Dann mal wieder ab nach oben, wa? Der untere Bereich ist vollkommen überflutet. Das sieht man. Mit der grünen Waldmeisterplörre Marke Kanal. Von Sisa... von... von Lisation. Von der Marke Kanal mit der... von der... ne Quatsch. Die Marke heißt Kanal. Und das Produkt Lisation. Wie zum Geier mache ich das jetzt mit dem Röhren, oder muss ich einen anderen Weg gehen? Oder muss ich die normale abnehmen und dran klatschen? Wer weiß.
Oder habe ich auf einer eine Kappe drauf, wo gar keine hingehört? Okay. Was zum Geier ist das? Warte mal, irgendwas sehe ich hier gerade wieder. Warum ist die... Was ist das mit OBS? Ist das nur bei OBS so? Warte mal ganz kurz, ich muss mal was hier ausprobieren, weil irgendwas stimmt hier gerade nicht. Das ist dasselbe, was ich bei Psychonauts schon bemerkt habe. Warte mal, ach, kann ich jetzt gerade mit dem Gamepad nicht machen. Quasi wie als wenn alles mit 30 Frames wäre. Wie geht das hier nochmal weg? Studio-Modus ist so. Okay, so sieht das bei mir normal aus. Studio-Modus wieder an. Vielleicht normal? Keine Ahnung. Ich mach mal kurz meinen eigenen Stream auf. Wie geht das hier nochmal? Sorry, dass ich das hier gerade ausprobieren muss. Halt die Klappe, ich! Halt die Klappe, ich! Halt die Klappe, ich! Halt die Klappe, ich! Nö, sieht normal aus, okay. Keine Ahnung, was das für ein Schwachsinn dann ist mit OBS. Sieht normal aus, okay. Keine Ahnung, was das für ein Schwachsinn dann ist mit OBS. Oh, weg mit mir. Das ist so blöd, wenn du dich dann zweimal oder drei, vier, fünfmal hörst. So. Ah, gut. Hier zurück zum Rätsel. Was habe ich hier falsch gemacht? Muss ich einen anderen Weg gehen? Ein anderer Weg wäre... Ja, wobei, warum ein anderer Weg? Was würde mir ein anderer Weg bringen? Hm. Mach mal die Kappen hier wieder ab. Und gehen wir mal nicht da lang, sondern da lang. Kommt da oben eine Kappe drauf? Ja. Da oben kommt eine Kappe drauf. Das kann auf. Das führt dann hier hin. Dann kommt da eine Kappe hin. Ich habe das Gefühl, das funktioniert vorne und hinten gerade nicht. Das geht dann dorthin. Das ist zu. Das kann auf. Das funktioniert jetzt schon vorne und hinten nicht. Ich bräuchte dafür wesentlich mehr Kappen. Da gehe ich ja fast das gesamte Rohrsystem hier durch. Nee, das kann also schon mal nicht hinhauen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum... Willst du gerade nicht? Vertikal war auf. Ne? Ja. Vertikal ist auf. Zu mit dem Scheiß. Da will ich auch nicht hin, weil hier benötige ich eine Kappe. Dann würde das hier runterfließen. Da benötige ich auch wieder eine Kappe. Wobei, warte mal, oder? Ja, klar. Das geht also nur... Nein, Quatsch. Nur so. Dann fließt es hier entlang. Da geht's nicht weiter. Dann geht's da entlang. Ja. Mach ich irgendwas falsch dann? Jetzt muss ich erstmal nachgucken, habe ich hier irgendwas falsch wieder eingestellt? Oh. Nee, wait. Gott, ich bin so verwirrt mit den Einstellungen davon. Okay. Horizontal ist zu. 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 Zu? Ist schon die ganze Zeit offen? I don't know. Nee, ich glaube nicht.
Es geht da runter, dann da hoch. Wo ist meine Kappe? Ich brauche meine Kappe. Ich brauche eine Kappe. Kappe drauf. Dann geht's da lang. Du bist zu. Da geht's lang. Du bist offen. Du bist zu. Da kommt eine Kappe drauf. Das geht eigentlich nicht anders. Du bist zu. Und du bist zu. Ja, was soll denn sonst gemacht werden, ne? Oder habe ich jetzt irgendwas zugemacht, was ich die ganze Zeit offen hatte? Soll ja jetzt nicht heißen, dass ich jetzt weggehen soll und der Kanister befüllt sich von allein, oder? Oder? Das bezweifle ich jetzt mal sehr, dass ich das machen muss, aber an dem Kanister selber ist glaube ich nichts, ne? Nee. Hier irgendeine Art von Sicherung oder kann man ihn in eine andere Richtung drehen? Nee, ne? Ich verstehe es gerade null. Was habe ich denn hier falsch? Blödes Rohrsystem, du bist scheiße! Also das hier muss ja definitiv irgendwie so in dieser Richtung sein, wenn ich mich nicht irre. Weil hier ist das Rohr, was zu der Pumpe da fließt. Oder zu dem Ausguss. Ne, Ausguss? Was? Zu dem Ende auf jeden Fall. Das heißt, diese Kappe muss definitiv dahin. Das muss definitiv zugemacht werden, sonst würde es da rausfließen. Ich denke die ganze Zeit irgendwie, ich muss irgendeinen anderen Pfad nehmen, aber egal was ich machen würde, das Benzin fließt immer in diese Richtung. Ergo hast du quasi hier all diese ganzen Röhren auf jeden Fall definitiv voll mit Benzin. Aber irgendwas ist im Weg. Es ist... Was ist hier falsch am Laufen? Versteh's nicht. Ich verstehe nicht, was hier falsch läuft. Ist hier irgendwas verbuggt? Oder wieder was? Ich meine, ich könnte ja nachgucken gehen, aber wenn ich am Ende genau dasselbe habe, dann habe ich ja auch keinen wirklichen Fortschritt dadurch, ne? Weißt du, was gerade merkwürdig ist? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Maus hier in den Stick bewege, das Programm wird mir gerade genau gleich angezeigt wie links.
Vorhin war das aber so komisch 30 FPS mäßig. Wehe, das ist immer noch. Oh Gott, ich weiß nicht, was das für ein Blödsinn ist. Steam ist zum Beispiel auch komisch am Rumzicken. Ich weiß nicht warum, aber Steam ist, weiß ich nicht. Manchmal scheint er einfach gar nicht mehr zu reagieren. Vielleicht hat er das damit irgendwie was am Hut, dass vielleicht ein Update irgendwie aufgespielt worden ist und Steam ist dem PC manchmal komisch am Überlasten oder so und das wirkt sich dann so ein bisschen vielleicht hier irgendwie aus oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es sehr eigenartig, wie Steam sich verhält. Seit ein paar Tagen oder Wochen. Weil sowas hatte ich vorher nicht gehabt, dass das Steam einfach nichts macht. Gehst mit einer Maus irgendwo drüber, passiert nichts. Komm, weißt du was, ich guck mal kurz nach. Irgendwas kommt mir hier spanisch vor. Ich will zwar nicht nachgucken normalerweise, aber irgendwas kommt mir hier absolut spanisch vor. Reicht es aus, wenn ich Pipe Note nehme? Ne, Gasoline müsste ich nehmen. Ach, gib mir hier halbwegs brauchbaren Mist. Okay, jetzt haben wir schon wieder diese Seite, wo ich erstmal eine halbe Ewigkeit scrollen darf. Irgendwas muss ich hier gerade falsch machen. Okay, da haben wir das Bild. Wait, what? Okay, die Kappen sind richtig. Die Kappen sind auf jeden Fall richtig. Warte mal. OBS, ich muss dich mal eben ein bisschen verschieben. Wait, what? Hä? Was ist das denn bitte für ein Blödsinn? What? Was? Hä? Was ist... Wait, das machte gar keinen Sinn. Ich hoffe mal, das ist jetzt die Lösung. Aber das macht ja mal gar keinen Sinn. Weil, oh, jetzt bin ich wieder gerade im Spiel. Ich habe aber OBS nicht offen. Verdammt. So, jetzt. Laut dem Bild, was ich da gerade gesehen habe, muss der auf... Ja. Der auf... Und der auf. Why? Ist das richtig? Geht das jetzt? Nein, oder? Das ist kein Benzin, das ist Blut. Why? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil das Benzin willst du nicht haben, dass es rausfließt, richtig? Rausfließt. Also willst du quasi das zumachen. Zu war doch... horizontal, ne? Genau, horizontal. Warum soll ich das aufmachen? Vor allen Dingen aufmachen, guck mal, wo das dann hinfließt. Das geht dann quasi dahin, wo es geschlossen ist und läuft dann da oben raus. Hä? Oder schließt das hier quasi das Teil hier mit ein? Nee, das macht ja gar keinen Sinn dann. What? Was ist das für ein blödes Rätsel? Weil normalerweise müsste doch quasi dann hier ein Verschluss sein. Genau da, wo du quasi, das Ventil hast. Richtig? Dann müsste ja entsprechend, wenn du jetzt quasi das jetzt hier öffnest, dann nicht nur das ganze Blut dann quasi dahin fließen, sondern auch gleichzeitig dahin, hierhin und dort unten überall. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ein bescheuertes Rätsel. Also entweder habe ich da gerade irgendeinen Fehler gemacht, was möglich ist, aber ansonsten
Das macht überhaupt keinen Sinn. Hat man da irgendeinen Fehler gemacht oder so? Weil das sieht nämlich nicht aus, wie als soll das so sein. Also in dem Fall hätte ich jetzt wirklich lange da rumsitzen können, bis ich die Lösung finde. Weil die Lösung in dem Fall fehlerhaft ist? Ich weiß nicht, wie... Ja, eigentlich ja, ne? Die Lösung ist fehlerhaft. Oder musste irgendwie aus einer Richtung Zeugs rausfließen? Ja, das macht auch keinen Sinn. Dieses Rätsel macht keinen Sinn. Dieses Rätsel macht keinen Sinn, finde ich. So, wo kippe ich die Scheiße rein? Okay. Das ist der Startknopf, richtig? Ja, und wo kippe ich jetzt mein Benzin rein? Neues Rätsel! Wo ist der... Wo ist der Tank? Wo geht der Benzin hier rein, hä? Oh, das ist der... Tankdeckel. Das Spiel ist so detailverliebt, dass man immer dran denken muss, dass du kleine Sachen ändern musst. Das sei jetzt nicht unbedingt verkehrt, aber... Oh. Ja, und lass den Deckel natürlich nicht drauf. Wird mal schön das Wasser abgepumpt. Das sich drehende Teil da in der Mitte ist sowas von unsicher, ne? Überall das grüne Zeug hier. Warum geht noch weiter runter? Ist hier eine Tür? Scheinbar wohl nicht. Keine Tür, keine Tür, keine Tür. Tür. Geht's noch weiter runter? Nope. Das ist letzte Etage. Interessante Statuen. Sind die von diesem komischen Tiramisu-Stamm? Tagebuch eines Mitglieds von den Pollocks. 27. Mai 1980. Jetzt erkenne ich es klar und deutlich. Noah hat uns belogen. Alles war eine Lüge. Er versprach uns von unserem gequälten Leben zu erlösen. Er sagte, dass die Götter uns einen heiligen Weg gewiesen hätten. Alles Lügen. Dieses Ding, das wir Gott nannten, ist nichts anderes als böse und die Quelle der namenlosen Gestalten, die durchs Dunkel kriechen. Da hat aber Noah was anderes zu sagen. Noah meint, das ist alles nur das Beste für euch. Ja. Ich glaube, das hier ist jetzt der Tempel, wa? Oh. Gazi. Oh, hey. Schwebender Schwabbel. Ist das Maria? Emma, my dear granddaughter. You finally reunite with your sister. Wait, ist das meine Schwester? Schwabbel ist meine Schwester, das kann doch mal nicht sein. Noah. You survived the fall from the old bridge. This is a divine sign, a true miracle. God tested my faith, and now that I have been found worthy, you have been brought back to me. Weißt du, was mir gerade auffällt? Dieses Ding, dieses Ei, was doch verstrahlt ist, oder Strahlung von sich gibt, müsste doch hier eigentlich alles kontaminiert haben, richtig?
Bin ich dann theoretisch gerade eigentlich in Gefahr, weil ich hier mich in einem verstrahlten Ort begeben habe? Eigentlich ja, oder? What is your role in all of this? My role? I orchestrated all of it. 14 years ago, I made a mistake that I have regretted every single day. This time, I won't let you escape. I have you just where I want you. What the hell are you talking about? It is finally time for the ritual. With your and your sister's blood, we will finally witness the birth of our savior. In his endless grace, he will make me the new pope, the supreme pontiff. Every conceited prick in the Vatican will rot in this stinging town. You are insane. You killed my dad, and because of you, your own daughter and my sister Anna have been poisoned by that damned radiation. What kind of monster are you? A monster? You call me a monster? I was willing to sacrifice everything I loved in the name of the Creator. He will be born again to purify the earth of these unholy souls. Only the true heirs of the kingdom of God will prevail and create a new world. After what your sister did to her eyes, I thought we would never be able to open the vault again. You two are the last remaining twins with the sacred blood. I must thank you for giving me access to this place. I could not have done it by myself, but you, to take one of your eyes out, that was absolutely genius. Wirklich? Sag mal, das hättest du auch machen können. Du hättest mich einfach umbringen können, einen Blutbeutel mit meinem Blut befüllen können oder vielleicht einen Eimer und einfach meine Augen rausreißen können. Und an einem Angelhaken mit Schnur befestigen können. Was meinst du, was ich gemacht habe? Ich habe einen Angelhaken mit Schnur einfach genommen, Auge rein, wie so ein Cocktailwürstchen und fertig. Auge rein, Auge drauf. I won't let you use my sister and me for your sinister purposes. There is nothing you can do to stop it. We are the Pollux sect, descendants of the ones that brought light and darkness. We are the heirs chosen to reign above every being that walks this earth. You are insane. This time, there's no bridge to jump from. Rejoice! You are about to fulfill your sacred destiny. There's no running away. Ich hab aber eine Shotgun. I don't plan to run away. I'm coming for you. Get her. Prepare the twins for the blood offering. Warte mal, ich bin nicht hier allein. Oh. Wo ist der? Oh, ja, hi. Hi. Ihr habt einen schönen Fleischhammer da. Und ich habe eine Tackernagel, Nagelpistole.